Hallo, herzlich willkommen hier in der E-Bike-Erlebniswelt. Erhard Motte Lauda. Wie Sie sehen, wir sind auch Riese und Müller Erlebnisstore. Und das Erlebnis steht ja bei uns im Vordergrund. Unsere Kunden und Kundinnen erleben was bei uns. Also E-Bike und Leben mit dem E-Bike. Das ist unser großes Thema. Ich fühle mich befreit, wenn ich nicht Auto fahren muss. Geht es dir auch so? Es geht mir genauso. Johannes? Wenn ich mein Auto benutzen muss, dann ist das für mich eine Niederlage. Ja. Also ich bin dann persönlich betroffen, wenn ich ins Auto steige, weil dann habe ich irgendwas verpasst mit meinem Fahrrad. Ja, also das ist dieses Freiheitsgefühl, das ich jetzt auf dem E-Bike empfinde, kann man durch nichts toppen im Alltag. Vielleicht wäre Fliege schöner, ich habe es nie ausprobiert, weiß ich nicht. Und man möchte Ihnen jetzt einfach ein bisschen Appetit machen, dass das Auto nicht allein der Weisheit letzter Schluss ist und das Schönste auf der Welt, jetzt mit einem tollen Auto rumzufahren. Auto ist auch wichtig, ich habe natürlich auch eines, aber meistens bleibt es auch stehen bei mir. Das ist tatsächlich ich habe so. Natürlich auch ein Auto, weil ich eine Buchhandlung habe und öfters größere Lieferungen habe, also 252 Kilo. Das schaffe ich mit meinem Lastenrad natürlich nicht. Aber wie gesagt, wenn ich mein Auto benutzen muss, ist das für mich eine Niederlage. Und es ist umständlich. Mein Geschäft ist mitten in der Fußgängerzone. Und ich muss immer nach Hause gehen, wenn ich ein Paket 20, 25 Kilo habe, das trage ich nicht mehr. Da muss ich dann das Auto holen und muss die Schulen mit dem Auto beliefern. Seit ich das Lastenfahrrad habe, ist das überhaupt kein Problem. Ich fahre in der Schule bis ins Zimmer, wo die Bücher liefern, durch die Pausenhalle durch. Das kann ich mit meinem Auto natürlich nicht. Das ist einfach klasse. Also wenn Sie zum Beispiel auch Unternehmer wären, ne, und haben solche Transportaufgaben zu lösen, dann würde sich das eventuell bei Ihnen auch anbieten. Ja, für Unternehmer ist es interessant, weil es ist eine gewerbliche Nutzung und ich kriege Zuschüsse dafür. Bis zu 2000 Euro werden Lastenfahrräder vom Staat bezuschusst. Man muss einen Antrag stellen, das ist relativ einfach. Und wenn das genehmigt ist, kann ich jetzt hier bei diesem Fahrrad ca. 1800 Euro als Zuschuss kriegen. Donnerwetter. Ja. Wenn man es auch noch dann ins Betriebsvermögen mit reinnimmt. Und sowieso. Dann spart man noch die Mehrwertsteuer zuletzt. Und also genau. Dann ist es eigentlich für einen Unternehmer eine Top-Sache. Ja, und es gibt ja auch bei uns verschiedene Ausführungen. Also Ries und Müller hat ein sehr großes Angebot an verschiedene Modelle. Ja. Ja, und dann gibt es auch noch die Lasträder für Familien, also wo man Kindersitze drin hat. Manche setzen ihre Hunde rein. Ich habe mich mit jemandem mal gesehen, die haben dann einen Hund mit Helm und Brille aufgesetzt und alle Leute haben geklatscht, die es gesehen haben. Ist auch eine Möglichkeit. Für mich ist es gut. Ich habe die lange Version diesmal gekauft. Da passen zwei Standard-Kolli von meinem Großhändler rein. Das mache ich in meinem Büro, in meinem Lager. Mache ich das fertig. Hallo. Guten Tag. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott. Sicht. Jeder ist begeistert. Ja, da passen zwei Kollis nebeneinander rein. Die mache ich im Büro, in meinem Lagerraum mache ich das fertig. Fahre sie durch den Laden aufs Fahrrad und fahre bis vors Loch, wo die Sachen hin müssen. So. Ja. Also die Ergänzung ist es wohl, die Kombination Automobil und E-Bike. Und E-Bikes gibt es ja heute viele, viele Varianten. Für Sport, für Freizeit, für Ausflüge für die Stadt und eben auch Lastenräder. Und die jetzt auch noch gefördert werden für Unternehmer. Also, sagen wir mal so, die Möglichkeiten werden geboten. Die sind zu Ende, also sind entwickelt. Das gibt also vor 7, 8 Jahren, da haben wir noch Aufgabestellungen gehabt, die wir optimieren können. Heute sind sie perfekt und für jeden Bereich im Grunde genommen kann man da dann die individuelle Lösungen dann konstruieren, konfigurieren. Ja, also danke Johannes für die Rückmeldung. Ja. Ich bin begeistert von diesem Fahrrad und seit ich einen neuen Motor habe, fährt es auch wirklich sehr, sehr, sehr angenehm. Ich bin überrascht. Also eine absolute Empfehlung diesem Fahrrad. Ja, also Ries und Müller Load in verschiedene Varianten mit verschiedenen Schaltungen möglich. 75, ja. Das ist das 75er. Ja, so. Genau. Also dann. Vielleicht sehen wir uns und du musst einfach an uns eine Anfrage stellen, wenn Sie das interessiert. Tschüss.